Eine wichtige Aufgabe der chemischen Thermodynamik ist die Abschätzung von Energieänderungen bei chemischen Reaktionen. Zum Beispiel die Antwort auf die Frage, wie viel Wärme wird bei einer chemischen Reaktion frei? Sie erinnern sich, dass wenn Prozesse spontan isobar passieren, dass dann eine Wärme gleichgesetzt werden kann mit einer Enthalpiedifferenz. Und wenn wir eine chemische Reaktion isobar spontan durchführen, dann haben wir eben keine Reaktionswärme, oder nicht nur eine Reaktionswärme, sondern auch eine Reaktionsenthalpie. Wir betrachten jetzt einige chemische Prozesse. Ein ganz einfacher chemischer Prozess besteht in der Spaltung einer Bindung. Eine Bindung AB wird gespalten in zwei Bruchstücke entstehen. Zum Beispiel das Wasserstoffmolekül wird gespalten und zwei Wasserstoffatome entstehen. Wenn wir diesen Prozess isobar durchführen, sehen wir, dass Wärme zugeführt werden muss, und zwar 436 Kilojoule pro Mol Wasserstoff. Diese isobare Wärme ist jetzt eine Prozessenthalpie, genauer gesagt die Dissoziationsenthalpie von Wasserstoff. Plus, weil es ein endothermer Prozess ist. Die Dissoziationsenthalpie von Wasser müssen wir uns genauer anschauen. Wenn wir die erste OH-Bindung spalten, brauchen wir 492 Kilojoule. Wenn wir die zweite OH-Bindung spalten, brauchen wir nur noch 428 Kilojoule. Wenn wir zum Beispiel die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung im Ethan spalten, brauchen wir eine Enthalpie von 368 Kilojoule pro Mol. Das sind Dissoziationsenthalpien für ganz spezielle Bindungen. Der häufig genutzte Begriff Bindungsenergie oder Bindungsenthalpie ist nicht ganz unproblematisch, wie Sie hier sehen, denn wenn wir einer Bindung eine Energie oder Enthalpie zuordnen, dann können wir dies eigentlich nur für ein spezielles Molekül tun. Ansonsten sind wir gezwungen, Mittelwerte zu formulieren. Nehmen Sie zum Beispiel die OH-Bindung. Die OH-Bindung ist im Wassermolekül unterschiedlich energetisch, je nachdem, ob ich ein oder zwei Wasserstoffatome spalte. Aber wir können eine mittlere Bindungsenergie von etwa 450 Kilojoule für die OH-Bindung aufstellen. Es gibt ausführliche Tabellen mit Bindungsenthalpien. Im Mittel hat also eine OH-Bindung 463 Kilojoule pro Mol. Jetzt hier mit einem negativen Vorzeichen versehen, wenn sich die Bindung bildet, wenn also die Bindung synthetisiert wird, wird wärmefrei. Im Mittel 463. Wobei wir uns bewusst sein müssen, diese OH-Bindung kann in Wasser, in Alkoholen, in Säuren von der Energie her schwanken. Mittlere Energie oder Enthalpie ist 463. Die mittlere CH-Bindungsenthalpie ist 412, die mittlere CO-Bindungsenthalpie 360. Die CC-Bindungsenthalpie ist minus 350 bei einer Einfachbindung. Eine Doppelbindung ist energie- und auch enthalpiereicher, minus 612, aber eben nicht doppelt so energiereich wie eine Einfachbindung. Die Dreifachbindung noch energiereicher, aber eben auch nicht das Dreifache einer Einfachbindung. Wenn wir ein Molekül vollkommen in seine Bestandteile, in seine Atome zerlegen, also dissoziieren bis zum atomaren Endzustand, dann haben wir die Atomisierungsenergie aufzubringen. Zum Beispiel ist diese Atomisierungsenthalpie für das Wassermolekül 920 Kilojoule pro Mol, einfach durch Addition der Dissoziationsenthalpien zu erhalten nach dem Hessischen Satz.
Wenn wir ein Methanmolekül vollkommen dissoziieren wollen, müssen wir viermal die Bindung von CH trennen und haben dann 1506 Kilojoule pro Mol als Atomisierungsenergie oder Enthalpie. Diese Atomisierungsenthalpien von auch komplizierten Molekülen können wir abschätzen, indem wir die Moleküle wie aus dem Baukasten als Summe ihrer Bindungsenergien auffassen und dann einfach die Bindungsenergien addieren, das negative Vorzeichen nicht vergessen, weil wir jetzt dissoziieren und nicht synthetisieren. Eine ganz besondere Art von Reaktion ist die Synthese einer Verbindung aus den Elementen im Standardzustand. Diese Art von Reaktion hat man als Referenz gewählt für die Energie oder die Enthalpie der verschiedenen chemischen Substanzen. Wir betrachten also von jeder Verbindung die Synthesereaktion aus den Elementen, wobei wir von den Elementen im stabilen Zustand bei 25 Grad in einem Bar ausgehen. Wenn ich von der Bildungs- oder Synthese-Enthalpie von Wasser spreche, meine ich also die Wärme, die eine Rolle spielt bei der Herstellung von Wasser aus Wasserstoff H2, Sauerstoff O2 bei 25 Grad in einem Bar. Wenn ich gasförmiges Wasser so herstelle, wird 241,8 Kilojoule an Wärme frei. Das ist die Bildungsenthalpie von Wasserdampf. Genauer gesagt, die Standardbildungsenthalpie. Dieser kleine Index Standard soll darauf verweisen, dass wir bei 25 Grad und einem Bar aus den reinen Elementen die reine Verbindung synthetisieren. Jede Verbindung hat also ihre Standardbildungsenthalpie, wobei man auch noch sinnvollerweise die Aggregatzustände mit angibt. Flüssiges Wasser hat eine negativere Bildungsenthalpie, denn bei flüssigem Wasser wird mehr Wärme frei, wenn es sich bildet, als gasförmiges Wasser. Hier haben wir die Bildungsenthalpie von Stickstoffoxid skizziert. Wir stellen aus Sauerstoff und Stickstoff NO her. Dabei ist allerdings Wärme notwendig. Es ist ein endothermer Prozess. Entsprechend ist die Bildungsenthalpie positiv, plus 90. Und so können wir von jeder Verbindung eine Bildungsenthalpie tabellieren. Die meisten Bildungsenthalpien sind negativ, weil sich die meisten Verbindungen eben exotherm aus den Elementen bildet. Es gibt aber auch Ausnahmen davon. Manche dieser Bildungsreaktionen lassen sich gar nicht experimentell vermessen, wie zum Beispiel die Bildung von Propan. Wir können aber, wie wir später sehen werden, diese Bildungsenthalpien über den Satz von Hess aus anderen Reaktionen uns zusammenfügen. Diese Zahl 103,9 für die Bildungsenthalpie von Propan sagt also aus, dass wenn sich Propan aus den Elementen bilden würde, genau diese Wärme frei würde. Wenn wir uns ein Element anschauen, egal welches, dann haben wir die Bildungsenthalpie 0, denn Elemente sind das Nulllevel unserer Enthalpie-Skala. Nochmal zur Erinnerung diese Bedeutung des Standardzustandes. Wenn ich einen gasförmigen Stoff habe, bedeutet Standardzustand, ich habe ein Bar. Wenn ich einen flüssigen oder festen Stoff im Standardzustand vorliegen habe, bedeutet das, ich habe den reinen Stoff, also x gleich 1. Und wenn ich einen gelösten Stoff im Standardzustand vorliegen habe, bedeutet das, die Konzentration ist exakt 1 Mol pro Liter. Hier haben wir nun eine beliebige chemische Reaktion. In dem Fall ist es eine Verbrennungsreaktion. Verbrennung von Methan zu flüssigem Wasser und Kohlendioxid. Wenn wir uns dafür interessieren,
Welche Wärme dabei frei wird, also welche Prozessenthalpie hier eine Rolle spielt, dann müssen wir den Prozess durchführen, die Wärme messen, auf 1 Mol umrechnen und hier erhalten wir zum Beispiel 890 Kilojoule, die pro Mol Methan frei werden. Wenn wir so eine Angabe machen, Kilojoule pro Mol für eine Reaktionsenthalpie, dann müssen wir die Reaktion mit angeben, die wir meinen. Denn der Begriff Mol bezieht sich hier nicht auf 1 Mol Sauerstoff oder 1 Mol Wasser, sondern auf eine Reaktionsgleichung, auf einen Formelumsatz, wie man auch sagt. Wenn wir hier einen Prozess uns skizzieren, die Verbrennung von Glucose zu Wasser, flüssig und CO2, ein Prozess, der in der Biochemie eine wichtige Rolle spielt als Energielieferant, dann können wir auch versuchen, diesen Prozess zu berechnen, ohne dass wir die Reaktion tatsächlich durchführen. Wir erhalten dann eine Reaktionsenthalpie von minus 2808 Kilojoule pro Mol. Diese beispielhafte Berechnung will ich an der Verbrennung von Propan durchführen. Also wir haben jetzt die Verbrennung von Propan zu Kohlendioxid und viermal flüssigem Wasser. Ich skizziere zunächst mal die Reaktionsgleichung stöchiometrisch richtig und will jetzt die Frage beantworten, wie viel Wärme wird bei diesem Prozess frei. Dazu habe ich hier ein Enthalpiediagramm aufgezeichnet. Als Y-Achse die Enthalpie, X-Achse existiert nicht, es ist ein eindimensionales Diagramm. Hier haben wir die Reaktanten, also die Ausgangsstoffe, Sauerstoff und Propan, haben ein bestimmtes Level an Enthalpie. Hier haben wir die Endprodukte. Also Kohlendioxid und Wasser haben auch ein gewisses Level der Enthalpie, liegt niedriger als das Level der Ausgangsstoffe, bedeutet unsere Reaktionsenthalpie, die hier grün eingezeichnet ist, hat ein negatives Vorzeichen. Ich habe hier weiterhin die Elemente eingezeichnet. Diese Elemente haben per Definition die Enthalpie 0. Und alle Pfeile, die von diesen Elementen starten, zum Beispiel dieser rote Pfeil zu den Edukten, der rote Pfeil zu den Produkten, das sind Bildungsenthalpien, die tabellierten Bildungsenthalpien. Dieser kleine rote Pfeil ist zum Beispiel identisch mit der Bildungsenthalpie der Edukte, also vom Propan. Der große rote Pfeil ist identisch mit der Bildungsenthalpie von den Produkten, Kohlendioxid und Wasser. Und nach dem Satz von Hess kann ich jetzt diesen grünen Pfeil einfach durch vektorielle Addition von den roten Pfeilen erhalten. Ich muss den langen roten Pfeil nehmen, muss den kurzen roten Pfeil davon abziehen. Und genau so berechnet man Reaktionswärme, Reaktionsenthalpie. Hier noch zusätzlich eingezeichnet ist die Atomisierungsenthalpie von Propan und Sauerstoff, die also zu atomarem Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff führt. Die soll vor allem verdeutlichen, dass Elemente im Standardzustand nicht identisch ist mit Atomen. Die meisten Elemente im Standardzustand liegen nicht atomar vor. Hier die wichtige Gleichung zur Ermittlung aller möglichen Reaktionswärmen. Wir nehmen die Produkte und ziehen davon die Edukte ab. Bezüglich der Enthalpie. Etwas ausführlicher formuliert sieht das so aus: Die Reaktionsenthalpie ist gleich die stöchiometrische Summe der Bildungsenthalpien. Die soll nochmal verdeutlichen, dass die Umsatzzahlen Nü natürlich auch berücksichtigt werden müssen, wenn wir diese Rechnung durchführen. Wir schauen uns zunächst mal die Produkte an. Das sind viermal Wasser und dreimal CO2. Viermal Wasser haben eine Enthalpie von 1143.
3 mal CO2 eine Enthalpie von minus 1181, zusammengenommen 2300 circa. Davon ziehen wir ab die Enthalpie von Propan und Sauerstoff. Sauerstoff hat Enthalpie 0, Propan minus 104. Wir erhalten dann minus 2220 kJ pro Mol für unseren Formelumsatz. Über 1 Mol Kohlen, 1 Mol Propan mit 5 Mol Sauerstoff zu 3 Mol CO2 und 4 Mol flüssigem Wasser komplett umsetzen, wird genau diese Wärme minus 2220 kJ pro Mol frei. Das Ganze bei 25 Grad und einem Bar. Das ist eine exotherme Reaktion, denn Delta H ist negativ. Bitte beachten Sie, dass diese Wärme nur dann frei wird, wenn wirklich der komplette Umsatz erfolgt ist. Komplett 1 Mol von dem Propan zu 3 Mol CO2 umgesetzt haben. Wenn wir nur einen Teilumsatz haben, haben wir entsprechend natürlich auch nur einen Teil dieser Reaktionsenthalpie, dieser Standardreaktionsenthalpie. Der Index Standard sagt also auch aus, dass wir von den reinen Edukten komplett zu den reinen Produkten gehen. Wenn wir eine zweite Achse hier einführen in unser Enthalpiediagramm mit der Bezeichnung Xi, also Reaktionsstand, müssen wir bei 0 die reinen Edukte eintragen und bei 1 die reinen Produkte eintragen. Wenn wir uns von 0 nach 1 bewegen, wenn wir also die Reaktion laufen lassen, dann wird die Enthalpie während dieser Reaktion abnehmen, eben auf den Wert der Reinprodukte. Eine andere Bezeichnung für den Stand einer Reaktion ist der Umsatz. Xi gleich 0 Mol bedeutet 0% Umsatz, Xi gleich 1 Mol bedeutet 100%. Und eine weitere Bezeichnung für den Stand einer Reaktion ist der Reaktionsquotient. Ein Quotient aus Produktkonzentration und Eduktkonzentration. Der Reaktionsquotient geht von 0 bis unendlich, wenn wir eine Reaktion von reinen Edukten zu reinen Produkten durchführen. Ein weiteres Beispiel, der Zerfall von N2O4. Wenn wir den thermochemisch untersuchen wollen, dann nehmen wir aus den Tabellenwerten die Bildungsenthalpie von N2O4, die Bildungsenthalpie von NO2 und müssen jetzt stöchiometrisch richtig addieren. Wir nehmen also für die Produkte zweimal die 33 und für die Edukte einmal die 9,36. Stöchiometrisch richtig dann verknüpft, erhalten wir eine Reaktionsenthalpie von plus 57, was heißt, dass dieser Prozess endotherm ist. Wir brauchen 57 Joule pro Mol Wärme, um 1 Mol N2O4 komplett in 2 Mol NO2 zu spalten. Wir können uns das am Enthalpie-Reaktionsstanddiagramm aufzeichnen. Xi gleich 0 bedeutet, wir sind auf dem Level N2O4. Xi gleich 1 bedeutet, wir sind auf dem Level 2NO2. Energetisch oder enthalpisch geht diese Reaktion bergauf. Eine endotherme Reaktion. Es gab im 19. Jahrhundert Monsieur Berthelot, der behauptet hat, dass Reaktionen nur dann ablaufen, wenn sie energetisch bergab gehen. Berthelot hat also sein Prinzip formuliert, welches salopp heißt, Reaktion, welches salopp heißt, dass die Stabilität mit der Energie gleichgesetzt werden kann. Dies ist aber nicht ganz richtig, denn der Prozess N2O4 zu NO2 geht zumindest teilweise auch energetisch bergauf. Warum das so ist, das werden wir dann im Laufe des Kurses noch sehen. Wir werden sehen, dass die Enthalpie zwar ein Teil der Stabilität ausmacht, aber nicht alles ausmacht. Unterscheiden Sie auch bitte zwischen Delta H0,
welches diesem großen schwarzen Pfeil entspricht. Von 0 bis 1 geht der hier. Und der Steigung Delta H, die, und den Begriff Delta H, der der Steigung dieser Enthalpie-Xi-Kurve entspricht. Aus Tabellenwerten erhält man im Allgemeinen nur Reaktionsenthalpien bei 25 Grad, weil eben die Tabellenwerte auf 25 Grad meistens skizziert sind. Wenn wir eine Reaktionswärme bei einer anderen Temperatur erfassen wollen, dann müssen wir umrechnen. Wir müssen sowohl Ausgangs- als auch Endzustand auf diese andere Temperatur umrechnen und dann erst die Differenz zwischen beiden Enthalpien finden. Vektoriell wieder gesprochen, um den roten Pfeil zu erhalten, brauchen wir den blauen Pfeil plus zwei Pfeile, die hier schwarz gezeichnet sind. Der lange schwarze Pfeil entspricht einer Erwärmung der Edukte, der kurze schwarze Pfeil einer Erwärmung der Produkte. Wenn wir die entsprechenden Formeln einsetzen, erhalten wir diese Beziehung zwischen den Reaktionswärmen bei verschiedenen Temperaturen. Das ist das sogenannte Kirchhoffsche Gesetz, Herr Kirchhoff, den Sie aus der Elektrotechnik bestimmt kennen. Wir brauchen diese Gleichung nur, wenn wir wirklich exakte Rechnungen durchführen. Für Überschlagsrechnungen können wir die Erfahrung nutzen, dass dieses Integral ungefähr gleich 0 ist, also zu vernachlässigen ist. Diese Aussage ist die Ulliksche Näherung, die erste Ulliksche Näherung. Nach der ersten Ulliksche Näherung können wir, oder ist die Reaktionswärmetemperatur unabhängig. Es wird genauso viel Wärme frei oder verbraucht, egal ob wir die Reaktion bei 25 Grad durchführen oder bei einer Temperatur, die nicht 25 Grad entspricht. Wir fassen zusammen. Für Prozessenthalpien und natürlich auch für chemische Enthalpien gilt der Hessische Satz, dass nämlich diese Enthalpien wegunabhängig sind. Für die Reaktionswärme spielt es keine Rolle, ob ich den direkten Weg gehe oder einen Umweg laufe. Wir haben verschiedene chemische Enthalpien kennengelernt, zum Beispiel die Bindungsenthalpien, die Mittelwerte sind, die Atomisierungsenthalpien, die Dissoziationsenthalpien und ganz wichtig die Bildungsenthalpien. Diese Bildungsenthalpien sind die Referenzenthalpien und sind auch tabelliert. Aus den Bildungsenthalpien können wir beliebige Reaktionsenthalpien ausrechnen durch die stöchiometrische Summe. Bildungsenthalpien sind meist auf 25 Grad tabelliert. Wenn ich auf andere Temperaturen umrechnen will, nehme ich das Kirchhoffsche Gesetz. Allerdings, ich mache keinen großen Fehler, wenn ich nach Ulich die Enthalpien bei verschiedenen Temperaturen gleichsetze.